Willkommen zu einem weiteren Strategie-Tutorial, heute zum Thema Nachfolge und Erbrecht. Ich möchte euch zeigen, wie ihr es schafft, wenn euer Herrscher stirbt, bestmöglichst euer Reich zusammenzuhalten, sodass es nicht in viele kleine Teile zerfällt und ihr am Ende deutlich schwächer seid als vorher. Ja, das möchten wir uns heute zusammen anschauen. Ich bin hier jetzt mal der Herzog von Nordgau im Jahre 878. Aber ich denke, die ganzen Tipps, die ich euch hier gebe, kann man für fast jeglichen Zeitpunkt nehmen. So, wir können jetzt uns das ganze Thema Nachfolge ganz besonders unter dem Reiter Reich hier oben anschauen. Dann haben wir hier die Domänen, unsere Vasallen und hier die Nachfolge. Das ist ganz wichtig. Hier könnt ihr jederzeit nachschauen, was für ein Nachfolgerecht denn bei euch gilt. Wir haben jetzt hier zum Beispiel das aktuelle Nachfolgerecht Bundteilung und Geschlechterrecht, männliches Vorrecht. Wir fangen mal mit dem Geschlechterrecht an. Da gehen wir mal auf Ändern, damit wir sehen, was alles möglich ist. Man kann auswählen, dass nur Frauen eure Titel erben, weibliches Vorrecht, Gleichberechtigung, männliches Vorrecht und nur Männer. Aktuell ist männliches Vorrecht ausgewählt, das ist in der westlichen Kultur wenigstens bei den klassischen weltlichen Herrschern relativer Standard. Und das bedeutet, wenn ihr Söhne und Töchter habt, dann würden immer nur die Söhne etwas erben. Habt ihr allerdings keine Söhne, sondern nur Töchter, dann würde eure erstgeborene Tochter alles erben. Hättet ihr hier nur Männer ausgewählt, dann könnten Töchter gar nichts erben. Das heißt, hättet ihr nur Töchter, dann würdet ihr ziemlich dumm dastehen. Das heißt, ihr hättet dann keinen Erben. Ich denke, das ist relativ einfach und klar nachzuvollziehen. Ihr könnt das hier aber nicht so einfach ändern. Also ihr seht schon, was man hier teilweise braucht. Hohe Lehnsautorität, mächtige Vasallen, die negative Meinung von euch haben, dann geht's nicht. Und hier hat auch zum Beispiel der Katholizismus die Doktrin Gleichberechtigung nicht. Also auch der Glaube ist hier jeweils wichtig. Also das ist ganz schwer, solche Sachen hier zu ändern. Aber gleich ein Tipp vorweg, liebe Freunde. Es empfiehlt sich, oder es ist natürlich sehr günstig für euch, wenn ihr vielleicht nur einen Sohn habt und viele, viele Töchter. Wenn ihr das männliche Vorrecht hier habt. Das heißt, euer Sohn, wenn alles glatt geht, wird er euer Erbe und es passt wunderbar. Und sollte der zum Beispiel im Krieg sterben oder an einer Krankheit erliegen, dann könnt ihr immer noch weiterspielen, dann mal einfach mit eurer Tochter. Schwierig wird's, wenn ihr mehrere Söhne habt, aber dazu kommen wir jetzt gleich. Jetzt wollen wir uns nämlich mal das eigentliche Nachfolgerecht im Detail anschauen. Da gehen wir mal auf Ändern, um zu sehen, was ist denn hier alles möglich. Es gibt jetzt hier die große Unterscheidung zwischen mehrere Erben und Einzelerben. Für euch wird mehrere Erben am Anfang relevant sein, und zwar so gut wie überall tatsächlich. Vor allem, wenn ihr im Jahr 867 beginnt, aber auch im Jahr 1066. In der Regel habt ihr am Anfang entweder Bundteilung oder Erbteilung. Beides ist jetzt sehr ähnlich, das könnt ihr euch bei Gelegenheit nochmal selbst durchlesen, aber da gibt es jetzt nicht die riesigen Unterschiede. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Bundteilung, das bedeutet, alle Kinder erben zu gleichen Teilen, das, ja, was an Titeln da ist, was aufgeteilt werden kann. Dadurch würde ja euer Reich jedes Mal zerfallen, wenn der aktuelle Herrscher stirbt, wenn ihr mehrere Söhne habt, weil dann würde es eben aufgeteilt werden. Erbteilung, wie gesagt, ist sehr ähnlich, da steht eben auch, alle Kinder erben zu gleichen Teilen. Und dann gibt es aber hier etwas anderes noch, die Großteilung. Alle Kinder erben zwar, aber nicht zu gleichen Teilen. Euer ältester Sohn und damit Haupterbe würde den Großteil bekommen. Allerdings sehen wir hier auch schon wieder einige rote Hinweise, denn hier zu Beginn im Jahre 878 ist auch das noch nicht auswählbar, da wir zum Beispiel noch keine begrenzte Lehnsautorität haben, weil wir auch wieder einen mächtigen Vasallen gegen uns haben und, was ganz wichtig ist, weil unsere Kultur, die bayerische Kultur, nicht die Innovation Heraldik hat. Die Innovationen sind sehr relevant auch für die Nachfolgerechte, deswegen schauen wir uns die gleich als nächstes nochmal an, aber merkt euch schon mal, für die Großteilung ist die Heraldik wichtig als Innovation. So, hier unten haben wir jetzt Beispiele für Einzelerben, das heißt, dass nur eine einzelne Person alles erben kann. Da hätten wir mal von rechts nach links das Haus Senex. Das würde bedeuten, dass das älteste, euer ältestes Kind alles erben würde, aber auch hier seht ihr, man bräuchte die hohe Lehnsautorität, eure Vasallen müssen das wieder akzeptieren und auch hier braucht man die Heraldik. Das heißt, mit der Heraldik könntet ihr euch dann entscheiden, wenn der Rest zutrifft, Haus Senex oder Großteilung, wobei sich wahrscheinlich der Haus Senex am ehesten anbietet, weil dann wirklich auch nur ein Kind, und zwar das älteste, ja, von euch alles erben würde. So, jetzt schauen wir mal hier weiter, es gibt noch die Ultimogenitur. Das würde bedeuten, euer jüngstes Kind würde alles erben. Das kommt sehr selten vor
Und ich glaube nicht, dass das die riesige Relevanz hat. Das ist aber ungefähr gleich auszuwählen mit der Primogenitur. Die haben ähnliche Voraussetzungen. Primogenitur ist das, was das Schönste für einen Herrscher ist, wenn ihr das spielt. Das würde einfach bedeuten, dass ja, das älteste Kind alles erbt. Das ist einfach der klassische Fall. Das ist einfach der klassische Spielererbe. Hat nochmal eine kleine. Ja, ein kleiner Unterschied in den Perks hier. Haus Senex ist zum Beispiel erbberechtigte Kindermeinung minus 15, direkte Vasallen minus 5. Hier hätten wir bei Primogenitur Spielererbe plus 20 und erbberechtigte Kinder nur minus 5. Und ja, wenn ihr dann auch noch männliches Vorrecht habt und einen Sohn habt, dann würde immer der älteste Sohn hier alles erben. Das heißt, das wäre der Traum für die Nachfolge. Aber das könnt ihr, wie gesagt, am Anfang nicht auswählen, egal in welcher Zeitepoche ihr startet. Denn auch hier für die Primogenitur fehlt euch die notwendige Innovation. Und wo ihr diese Innovation nachschauen könnt, schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Und zwar geht ihr hier unten auf die Kerze, da findet ihr eure Kultur und da findet ihr auch, in welcher Epoche ihr euch gerade befindet. Wir befinden uns ganz am Anfang hier noch in der Stammesepoche. Danach kommt das Frühmittelalter, das Hochmittelalter und das Spätmittelalter. Ihr erinnert euch an die Heraldik, womit ihr die Großteilung und auch das Haus Senex auswählen könnt. Dafür müsst ihr erstmal ins Hochmittelalter kommen. Das heißt, es ist frühestens im Jahr 1050 verfügbar. Frühestens, weil ihr braucht gewisse vorherige Innovationen, um überhaupt in die nächste Epoche zu kommen. Das heißt, es kann auch später der Fall sein. So. Und dann findet ihr hier verschiedene Dinge, die mehr oder weniger, ja, man kann es wie eine Forschung ansehen, entdeckt werden können. Entdeckung ist vielleicht besser. Und hier ist unter anderem auch die Heraldik. Und da seht ihr, dass dann, wenn die erforscht oder vorhanden entdeckt wäre, dass dann Großteilung und Haus Senex möglich ist. Aber dafür müsste man es erstmal ins Hochmittelalter kommen. Wer darf jetzt hier aber entscheiden, was aktiv entdeckt wird, also was erforscht werden soll? Das ist immer das Kulturoberhaupt und das müsst nicht unbedingt ihr sein. Das ist immer der Herrscher, der die meisten Grafschaften dieser Kultur in seinem Reich hat. Das ist zum Beispiel bei uns der Herzog Wilhelm von Österreich. Ihr seht hier die Kultur bayerisch und da hat halt einfach jetzt der Herzog von Österreich mehr Grafschaften als wir. Sollte sich das ändern, können auch wir Kulturoberhaupt werden. Das ist sehr ja, empfehlenswert für alle, dass ihr das anstrebt, weil dann könnt ihr hier auch entscheiden, was genau entdeckt wird und unabhängig von den Nachfolgethematiken ist das auch sinnvoll, dass ihr einfach die ja, guten Sachen auswählen könnt, die euch zum Beispiel im Krieg oder auch in der Wirtschaft oder wo auch immer helfen, genau das, was ihr haben wollt. So, das war das Hochmittelalter. Jetzt kommen wir sogar erst noch ins Spätmittelalter, denn das Spätmittelalter ist erst ab dem Jahre 1200 frühestens verfügbar. Wie gesagt, kann auch wieder später sein und hier, liebe Freunde, habt ihr dann die Primogenitur, die aber auch erst entdeckt werden muss. Also das ist ein ganz, ganz weiter Weg hin zur Primogenitur. Wie gesagt, auch hier ist dann die Ultimogenitur möglich. So, aber jetzt wollt ihr ja bestimmt wissen, okay, das sieht ja ziemlich schwierig aus, das dauert ja Jahrhunderte, bis ich die Nachfolge ändern kann. Wie gehe ich denn vorher damit um? Das möchte ich euch jetzt natürlich auch ganz genau erklären, wie ihr mit all dem umgeht. Noch ein kleines Wort zu ja, euren Töchtern. Wir schauen uns dazu mal kurz die Kinder von Herzog Ernst II. Von Nordgau an. Er hat 1, 2, 3 Söhne und eine Tochter. Bezüglich der Töchter würde ich euch empfehlen, dass ihr eventuell die ältesten Töchter immer matrilinear verheiratet. Das bedeutet, dass automatisch die Kinder in euer Haus geboren werden. Das ist empfehlenswert, wenn zum Beispiel eure Söhne aus Versehen alle sterben. Dann würde ja eure älteste Tochter erben, wenn ihr männliches Vorrecht habt oder zum Beispiel Gleichberechtigung. Und dann wäre es sehr ungünstig, wenn sie in eine andere Familie hineingeheiratet hat und auch deren Kinder dann nicht zu eurem Haus gehören. Deswegen achtet darauf. Natürlich können ja deutlich jüngere Töchter auch automatisch in andere Häuser vermählt werden, dass ihr stärkere Bündnisse dadurch erhalten könnt. So viel dazu. Jetzt noch ein kleiner Hinweis: Es gibt eine spezielle Wahlmonarchie. Die ist zum Beispiel in England verfügbar, das könnt ihr auch sehen. Und zwar in meinem Let's Play mit Wessex wird das noch vorkommen. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, das auch zu verfolgen. Da wird ganz viel auch zum Thema Nachfolge vorkommen. Ich werde euch auf jeden Fall die Playlist dazu verlinken. Und da wird es auch dazu kommen, dass wir wenigstens den Vorschlag erhalten, die Sachsenwahl wieder in England einzuführen. Ja, es gibt auch die Möglichkeiten, wenn ihr euer Haus wählt. Dass, beziehungsweise nicht euer Haus, entschuldigt, wenn ihr euer Herzogtum auswählt, dass ihr hier dann auch Gesetze hinzufügen könnt. Da gibt es dann so Sachen wie nur Männer, männliches Vorrecht, aber das ist ja alles
ja auch ähnlich hier bei auf der Reichsebene auswählbar. Interessant sind aber die anderen Dinge. Zum Beispiel gibt es hier auch die Skandinavierwahl. Das würde jetzt aber nur für dieses eine, für diesen einen Titel gelten. Also in dem Fall nur für das Herzogtum. Und ja, das wäre auch eine Art Wahl, die alle abhalten können, wer dann der Erbe sein soll. Kostet euch aber auch sehr viel Prestige. Hier gibt es jetzt zum Beispiel noch die Feudalwahl. Der Herrscher und alle direkten de jure Vasallen, einen oder zwei Ränge unter dem Titel, können einen Erben aus ihrer Gruppe nominieren. Enge Verwandtschaft des Herrschers ist ebenfalls nominierbar. Ja, da gibt es dann nochmal verschiedene Möglichkeiten, einzelne Titel zu vergeben und ein besonderes Nachfolgerecht hinzuzufügen. Ist natürlich auch nicht immer so einfach. Hier zum Beispiel ist es jetzt nicht möglich, weil wir nicht der speziellen Kulturgruppe entsprechen. Also Skandinavierwahl ist zum Beispiel nur bei den nordgermanischen Kulturgruppen möglich und uns fehlen natürlich auch noch Prestige. Bei Feudalwahl würde uns aktuell nur das Prestige fehlen, genau. So viel nochmal zu den Nachfolgerechten. Wir können uns gerne jetzt aktuell mal anschauen, wer was erben würde in Nordgau, weil ihr habt ja gesehen, wir haben drei Söhne. Und wie am Anfang erklärt, wir haben männliches Vorrecht, das heißt, unsere Töchter würden gar nichts erben, weil wir ja Söhne haben, aber die Söhne, wegen der Bundteilung, würden sich jetzt alles aufteilen. Unser ältester Sohn, das ist der Ernste, der ist jetzt schon 18 Jahre alt, der würde unser Hauptgebiet erben, unseren Haupttitel, das ist einmal unser Herzogtum und unseren Reichssitz, Eichstätt. Die Reichssitze werden immer bei eurem ältesten Erben automatisch mit vererbt werden. Das heißt, das wandert immer mit, deswegen ist das immer empfehlenswert, vor allem euren Reichssitz auszubauen mit Gebäuden und den möglichst stark werden zu lassen. So, wenn ihr jetzt aber auch noch wissen wollt, was ist mit euren anderen Domänen, wem würden die dann wegfallen, dann könnt ihr hier draufklicken und seht dann im Nachfolgefall verlorene Titel 4 Stück, denn die zwei anderen Söhne, die wir haben, die würden jeweils zwei Grafschaften erhalten und damit würde fast euer gesamtes Reich in drei Teile zerfallen und ihr selbst seid dann auch nicht mehr besonders stark. Es ist dann alles ein bisschen, ja, schwieriger. Das kann teilweise dazu führen, dass ihr zwar der Herzog oder vielleicht auch der König bleibt und eure Brüder eure Vasallen werden. Es kann aber auch dazu führen, dass ja, eure Brüder ein gleichberechtigtes zum Beispiel Königreich erschaffen können. Dazu empfehle ich, wie gesagt, auch das Wessex LP mal ein bisschen noch genauer zu verfolgen. So, aber wie gehen wir jetzt damit um? Denn wir wollen ja nicht, dass alle unsere Domänen ja so verteilt werden auf die verschiedenen Brüder. Wir wollen die möglichst in einer Hand behalten. Da ist in allererster Linie ein was empfehlenswert und das wäre das Gelübde abzulegen für einen eurer Söhne. Wir gehen jetzt hier mal auf unseren drittgeborenen Sohn, einmal hier drauf und dann mit Rechtsklick. Unter Persönlich findet ihr die Möglichkeit, zu Gelübde auffordern. Das ist jetzt in diesem Fall bei diesem Sohn möglich, obwohl er auch zweimal Land erben würde. Ehrlicherweise verstehe ich nicht ganz, wieso das jetzt hier der Fall ist, aber das könnte gut sein, dass das so bei den dritt- und viertgeborenen Söhnen leichter möglich ist. Aber immer wenn ihr das überprüft und seht, oh, ich kann ja meinen Sohn zum Gelübde auffordern, dann ist das sehr empfehlenswert, denn dadurch würde er Mönch werden und kann nichts mehr erben. Das heißt, ihr müsstet ihn gar nicht enterben, er muss auch nicht sterben, sondern ihr könntet ihn einfach zum Mönch werden lassen. Ihr seht, eine Erfolgschance von 53%, dass er das annimmt. Wenn ihr noch ein Druckmittel hättet, dann würde er es relativ sicher sogar annehmen. Zum Thema Druckmittel, vielleicht ganz kurz, ist es empfehlenswert, wenn ihr im Lebenswandel-Ränke-Spiel die Wahrheit ist relativ nehmt, denn dadurch ermöglicht es euch, Druckmittel fingieren zu können als Komplott. Das heißt, dann könntet ihr auch gegen eure Söhne solche Druckmittel fingieren, dass ihr die leichter dazu davon überzeugt, das Gelübde abzulegen. So, das heißt, unser dritter Sohn, gar kein Problem, das machen wir jetzt auch nämlich einmal für euch. Wir haben jetzt kein Druckmittel, das heißt, wir testen es aus, vielleicht lehnt er ab, dann ist es so. Aber wir werden ihm das jetzt kurz einmal anbieten. Schauen, was er sagt. Ich werde dem Ruf folgen und damit ist er jetzt Mönch. Das können wir uns jetzt auch gerne nochmal anschauen. Er hat jetzt hier diesen Perk Mönch, kann keinen Titel erben, darf nicht heiraten. Wichtig ist natürlich auch, dass euer Sohn, ja, er darf vorher noch nicht verlobt sein, noch nicht verheiratet sein. Das sind ganz wichtige Sachen. Er darf selbst noch kein Land als Vasall haben, denn ihr könnt ja auch schon eventuell euren Söhnen in irgendeiner Form vorher schon Land geben. Das darf auch nicht der Fall sein. Und ja, jetzt haben wir es in dem Fall eben geschafft. Wichtig ist auch bei dem Thema
Mönchstum, dass das nicht bei jeder Religion möglich ist, sondern meines Wissens bei den Katholiken, bei den Orthodoxen und sogar bei einigen asiatischen Religionen. Aber zum Beispiel jetzt nicht bei den nordischen Religionen oder dem Islam oder ähnlichem. So, das heißt, unser dritter Sohn ist kein Problem mehr. Jetzt würden aktuell nur noch unsere beiden Söhne erben. Das können wir uns nochmal anschauen. Unser Haupterbe würde jetzt sogar einen Titel mehr bekommen. Neben dem Herzogtum und dem Reichssitz würde er jetzt auch noch die Grafschaft Hohenburg bekommen. Unser anderer Sohn würde jetzt sogar drei Grafschaften bekommen. Das heißt, wir hätten eine Zweiteilung, die natürlich auch ungern zu sehen ist. Hier allerdings haben wir nicht die Möglichkeit, ihm zum Gelübde aufzufordern, denn hier steht jetzt plötzlich, er ist Erbe eines Landbesitztitels. Was ich nicht ganz verstehe, das war eigentlich unser anderer Sohn auch, aber okay. Wenn das der Fall ist, dann habt ihr jetzt erstmal nicht die Möglichkeit, Gelübde von ihm abzufordern. Jetzt könntet ihr rein theoretisch einfach nur schauen, dass ihr sämtliche Domänen, die ihr habt, alle außer euren Reichssitz, an irgendwelche Vasallen abgebt. Dann bleibt nur noch eine Domäne übrig und ihr wisst ja, euer Reichssitz und das Herzogtum an sich, das sind die Haupttitel, die würden immer eurem erstgeborenen Sohn hier, dem Haupterben, zugesprochen werden. Das heißt, dann könntet ihr tatsächlich eurem zweiten Sohn hier noch ein Gelübde auferlegen und er würde Mönch werden. Ist aber natürlich nicht empfehlenswert, denn dadurch hättet ihr ja viel weniger Domänen, hättet weniger Geld, weniger Männer. Deswegen muss es natürlich auch andere Wege hier noch geben. Ein anderer Weg ist auch klassisch, ohne das Mönchstum, immer, dass ihr eure Söhne enterbt. Das ist jetzt hier auch möglich, das würde euch aber 300 Prestige und, was auch sehr wichtig ist, 150 Bekanntheit kosten. Und das ist relativ viel, denn wenn ihr hier seht, wir haben nur 196 Bekanntheit und das steigt auch nur um 0,62. Und Bekanntheit ist auch sehr mächtig für eure Dynastie, dadurch könnt ihr euch ja Dynastie-Perks irgendwann geben lassen und auch noch für andere Punkte ist das wichtig, auch wie bedeutend ihr in der Welt seid, eure Familie. Deswegen sollte man immer ganz genau überlegen, wann man Bekanntheit ausgibt, um hier jemanden zu enterben. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich im besten Falle, ja wenigstens jetzt für euren Haupterben, dass der zweite Sohn sterben würde. Man kann seine eigenen Kinder nicht durch einen Komplott versuchen zu ermorden. Das ist hier in dem Spiel meines Wissens wenigstens erstmal in der Regel. Ich sage extra in der Regel nicht möglich. Es gibt eventuell spezielle Mechaniken, wo das geht. Dafür muss euer Herrscher meines Wissens sadistisch als Eigenschaft haben, als Perk. Und ja, das ist jetzt hier aber nicht möglich, weil es eines eurer Kinder ist und unser Herrscher diese Eigenschaft nicht hat. Euer Kind kann aber auch noch sterben, indem er zum Beispiel General ist. Das heißt, ihr könntet euren Sohn, sobald er erwachsen ist, in eure Armee stecken und dann immer wieder kämpfen lassen. Es gibt natürlich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er verwundet wird, dass er stirbt, wie auch immer, aber das solltet ihr euch nicht drauf verlassen. Also es kann auch durchaus sein, dass der da jahrzehntelang in eurer Armee kämpft und überlebt. Deswegen ist das natürlich auch kein Garant. So, das sind jetzt aber mal die ganzen Möglichkeiten, die ihr habt. Das ist ja schon mal eine Menge. Sollte es jetzt doch so weit kommen, ihr wollt den jetzt nicht enterben und es käme zur Teilung. Dann habt ihr natürlich, wenn ihr dann plötzlich euer Haupterbe werdet, also wenn ihr dann plötzlich der Ernst werdet und euer Bruder hat dann die Hälfte eures eigentlichen Besitzes, was ihr ja gerne haben würdet, geerbt, dann könntet ihr gegen euren Bruder tatsächlich einen Mordkomplott schmieden. Das ist möglich. Da ist es dann empfehlenswert natürlich, dass ihr einen möglichst hohen Ränkespielwert habt und natürlich auch einen guten Berater habt. Für alle Details zum Thema Mord- und Ränkespiele verlinke ich euch aber auch gerne nochmal mein Tutorial-Video, wo ich das ganz genau erkläre. Da könnt ihr das nachschauen. Die andere Möglichkeit neben dem Mord wäre dann natürlich, dass ihr einfach Krieg gegen euren Bruder führt, um wieder die restlichen Gebiete zu einen und dann als ein Herrscher mit einem vollen Gebiet wieder weiter zu herrschen. So, ja, das waren eigentlich die ganzen Möglichkeiten, die ihr habt. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt schon mal relativ ausführlich das Thema Nachfolge und Erbrecht erklären, dass ihr da besser da seid. Wie gesagt, bei meinem Let's Play mit Wessex, mit England, ja, und Alfred dem Großen, da werdet ihr das sehr schön auf jeden Fall sehen können. Ich empfehle euch auch meinen Discord. Dort gibt es einen extra Crusader Kings 3 Bereich. Dort findet ihr andere Leute, die mit euch Multiplayer spielen wollen. Würdet da eine eigene Discord-Rolle bekommen für Crusader Kings 3 und könnt euch dort auch noch an Fragen an mich oder auch an die anderen Spieler wenden. Das heißt, kommt doch gerne auf meinen Discord-Link in der Videobeschreibung. Ansonsten würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn hier die neuen Zuschauer natürlich auch den Kanal abonnieren, um weiterhin nicht nur Tutorials, sondern auch andere Strategievideos, auch Let's Plays eben von mir mitbekommen zu können. Und ich würde mich auch über eine Bewertung zu diesem Video freuen. Ich verlinke euch auf jeden Fall in der Zukunft, sobald ich die Tutorials gemacht habe, eines noch zum Thema Geld verdienen und auch noch eine Übersicht zum Thema Religionen und außerdem natürlich mein Grundsatz-Tutorial, wo ich euch alles
zusammen mal für Einsteiger erkläre, wie ihr am besten ins Spiel hineinkommt. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Gaius Julius Caesar.